Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Banger. Auch diesmal möchte ich euch vorher kurz wieder auf den neuesten Stand bringen, wie meine AMD Grind Challenge läuft, wo ich ja versuche, in 10 Tagen Master zu hitten. Und sind wir ganz ehrlich, der gestrige Tag, der lief so, ja, nicht ganz so gut. Wir haben 12 Partien gemacht, allerdings nur 4-mal Top 4, davon allerdings 3 gewonnen. Das heißt, wir sind mit AP Plus rausgegangen, sind mittlerweile Gold 2, haben es allerdings nicht geschafft, Platin zu hitten. Das wollen wir allerdings heute nachholen. Das heißt, schaut gerne im Stream vorbei. Ich starte wieder um 11 und versuche, Platin zu werden. Ansonsten liefen eigentlich fast alle Runden gut, wo ich Assassins gespielt habe. Das war sehr nice. Ich habe nur irgendwann aufgehört, Assassins zu spielen, weil andere Comps sahen so gut aus. Ich hatte so gute Starts Richtung Astral und sonst was, aber es wird übel contested. Astral 3, nicht Astral 6. Astral 6 ist, glaube ich, Bait. Und ja, ich werde morgen beziehungsweise heute auf jeden Fall schauen, was ich anders machen kann. Ich will flexibler sein, eher gucken, was spielen die anderen und dann eben nicht dasselbe spielen. Und die Assassin-Com ist auf jeden Fall immer noch meine Empfehlung. Läuft super, super nice und ihr kriegt jetzt auch einmal für die Augen, wie das Ganze funktionieren kann. Und ansonsten danke für euren Support und ich hoffe, ihr schaut im Stream vorbei. Schauen wir mal, was noch drin ist. Was haben wir noch im Tank? Uff. Ich denke, wir haben eine Armor im Tank, ne? Also mein präferiertes Nuno-Bild wäre Stoneblade, Warmox und Gunblade. Muss aber auch sein, dass Gascon jetzt jedes Mal sehr gut lief, ne? Und gerade sah es so aus, als wäre es heavy contested und es hat trotzdem geklappt. Ich glaube, wir können jetzt Stoneblade schon slammen, ne? That's so strong. Ich kann Titans Resolve empfehlen. Nee, du brauchst Warmox, weil du brauchst mehr Health. Du brauchst Gunblade und dann brauchst du quasi ein Item, was quasi alle Lücken füllt. Und dann ist es, denke ich, einfach Stoneblade. Also so ist mein Gedankengang. Aber ich muss sagen, sein Assassin Olaf sah schon ganz cool aus. So, ne? Der hat halt kein QSS gebaut. Ist aber immer mehr Standard, weil so immer weniger Leute spielen QSS. Weil es sich nicht strong anfühlt, quasi. Wir haben einen Schimmer-Skill-Start. Das erste Schimmer-Skill-Item ist leider eher bad, ne? Wobei... Habe ich auch ganz selten bis jetzt erst gehabt, ne? Das zählt auch in Creep Bronze. Okay, ich habe einfach den genommen mit der höchsten AD. Man hat halt nicht so viel Gold am Anfang, ne? Wir machen halt Damage abhängig von dem Gold in unserer Bank, so. Oder der kriegt AD zumindest abhängig davon. Da ist bei uns halt einfach gar nichts drin. Ah, das ist ein Täter. So, ja, ich weiß, der hat diese Gold Assassins, ne? Aber eigentlich nicht mit den Item als erstes. Should have X or Goss. Das ist X. Hm. Da haben wir eigentlich alles richtig, ne? Okay.
Aber der spielt das dann mit Idas, obviously. Teilsetzen fühlt sich nicht so mega nice an. Und Ex ist fein. Hat aber so ein bisschen halt das Problem, dass wir keinen krassen Autozecker in der Comp haben. Ne? Aber ich meine, wir haben jetzt 30. Bei 100 kriegen wir 10 Gold und eine Itemkomponente. Das ist schon mehr als decent. Carina, kannst du Zwinker-Smiley auf die Blocklist setzen? Ich bin heute wieder überall eingefallen und I simply don't want it anymore. Na, no way. Geht der auch schon mal scale? Ah, ne. Hier geht nur Woli. Und Aatrox. Der ist schon drauf, echt. Hätte man das Smiley benutzt, war. Kann ich Smiley spannen? Marco ohne Gnade. Titans Resolve ist ja unser Plan. Der Handy-Emoji, der ist der Wink. Danke. Kill it with fire. Das ist ja die Frage. Ich meine, wir haben auch ein Setup Richtung Scalescorn hier. Persönlich würde mir zumindest die Option für Scalescorn halten wollen. Die Option für. Doch, Scalescorn. So haben wir es richtig. Indem ich die halt quasi nicht verkaufe. Würde aber zumindest mal warten, bis wir die 100 Stacks auf der Ex haben. Weil fairerweise sollten wir, dadurch, dass wir ein Assassin-Emblem haben, auch für Olaf gehen, ne? Wer die Assassin-Schimmerscale kommt nicht auch was für ein Banger? Du meinst die Golddruck kommen von Leduc oder was? Ja. Ich meine, die zielt halt darauf ab, dass du Richtung Pike relativ flott kommst. Das finde ich halt sehr schwierig. Also die zu hitten wäre auf jeden Fall ein Banger. So viel kann ich sagen. Okay, gib dir mal Mühe. Der hat Hunger. I can respect that. Mein Gott, die fucking Sunfire Leona einfach. Too tanky! Ich hab den jetzt eine Leona weg.
So, Ari ist immer sweet. Ist aber auch nicht in diesem Set. So eine teure Bank, ne? Aber wir brauchen noch 30 Stacks, dann sind wir durch. Muss halt immer positiv sehen. Die Items sind leider ein bisschen bad, ne? Also man kann natürlich. Also man kann da natürlich schon auch was draus machen, so ist es nicht. Ich finde Frozen Heart zum Beispiel ganz gut eigentlich. Ja, ich mag Aatrox auch als Unit. Gerade im Early, finde ich, macht der seinen Job ordentlich. Der Assassin Aatrox, der ist jetzt nicht viel besser als der normale, sage ich mal, aber. Lol. Der, die einfach mein Volibear zu meinem Team kickt. Und die so, ey, Bruder, voll lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Als Tank verliert man sich so schnell aus den Augen. Das waren 11 Stacks in einem Fight. Which is decent. Kann Aatrox Heilung auch kritten? Nein, der hielt sich für einen festen Wert, der von AP abhängt. Heilung kann generell nicht kritten, das heißt ja nur. Aber du kannst quasi, früher gab es Spells, die dich heilen, abhängig davon, wie Schaden du machst. Aber es ist natürlich schon irgendwie sehr, sehr strong. Tatsächlich ist Philipp, die Hand für Assassin wahrscheinlich besser als der Rest der Blessing, ne? Wobei, Xef's Healing is converted to Health, wiederum ist natürlich besser. Lieber dafür. So, jetzt müssen wir ein Level pushen und irgendwas spielen. Was spielt man hier? Also entweder spielen wir einfach die Leona. Unter dem Motto, weil ich kann. Oder man spielt halt eine Tempest Unit. Unter dem Motto, weil ich dich CC'en kann. Oh yes, baby! Woohoo, yes! Hab zu viel Dragomancer ist pretty much whatever. Also das war jetzt bei mir nicht ausschlaggebend hier für den Play. Weil wir ja nie mehr einfach an einer Diana-Rotation stirbt, basically. So eine nutzlose Unit. Nee, ist sogar richtig, Olaf zu spielen. Ich hab's noch nicht gesehen. Dass es das Opening gab von Marbet. Aber Olaf ist way better hier. Der mit der Risis farmt. So, jetzt der Moment, wo wir so ein bisschen schauen müssen, was spielt denn der Rest, ne? Mirage 4, Jade. Witzigerweise Shimmer Scale. Mage. Nochmal Shimmer Scale. Okay, vielleicht bin ich ein bisschen egozentrisch oder so, ne? Aber wenn das wirklich Stream-Zuschauer ist, die meine Kopfcode testen wollen, dann muss ich euch hiermit offiziell sagen, das ist keine gute. Don't do it. Das ist ja übel bad. Für uns ist es sehr gut, ne? Weil wir wollen aus der Kuppe noch rauswechseln. Brauchen halt leider jetzt die letzten Stacks. Jade fügt über den Schaden der Stadt relativ gut gegen Assassins. Tatsächlich dachte ich das auch. In der Realität ist es aber einfach nicht so. So, Assassins fahren einfach brutal drüber. Das ist denen scheißegal, dass da irgendwie wer steht und sagt: Oho, guck mal, wenn die Statue explodiert, macht sie 33% vom Damage an dir.
der Olaf und sagt einfach, ja gut, aber das ist mir auch egal und haut dir ins Gesicht. Ich meine, wie jede Runde in der Lobby fünf Leute hast, drei Mage spielen. Findest du, ist das so? Weil hier ist ja basically einer. Zwei. Zwei. Scheint mir angemessen. Wir sind hier so hart raus, wenn er damit mit seinen scheiß Decks mal fertig ist. Das sind also 3 Damage von den Statuen. Ja, auf dem PBE haben wir mal angefangen mit 50%, glaube ich, ne? 50% der Hälfte. Das war immer noch nicht viel, aber das war wenigstens spürbar. So, komm, noch 2 Hits. Na. Noch ein. Oh Gott, fucking bless. Für AP. Naja. Okay. Dadurch haben wir jetzt tatsächlich eine gute Economy. Und jetzt werden die verkauft. Man bekommt 10 Gold, wenn das Item vollgesteckt ist. Aber wie bestellt, ne? So, jetzt ist nur die Frage, wie wir das hier vernünftig lösen. Das Frozen Heart könnten wir auf Kane packen. Ja, der fliegt ja als erstes raus. Sah jetzt fairerweise nicht so aus, als wäre das irgendwie schwierig für den Gegner gewesen, uns hier zu besiegen. Was hat er denn? Rush Crown. Oh, die heilen so viel. Oh, wir brauchen hier Reduction. Okay. Und auf jeden Fall ein Morellos. Das Problem ist, ich finde, in der Assassin kommt, gibt es nicht so einen geilen Morellos-Holder, ne? Spellcut dann auf dir, ne? Nee. Ich bin eigentlich Titanic und BT. Spellcut ist generell in Assassin's Comp sehr bad, weil Infinity Edge ist sehr, sehr gut. Assassins können anyway critten. Und du willst niemals einen Crit verschwenden. So, das heißt, du willst Crit basically nur für Infinity Edge spawnen in der Comp. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Und ich sage hier basically Ausnahmen nur, falls ich irgendwas vergessen habe. So, Scalescon 4. Keine Ahnung, die Lydia ist so fast. Ich glaube, die wird immer gefokust. Da weiß ich nicht, ob sich Stoneplate auf einer anderen Unit so lohnt. Ich glaube, ich sperre sie noch mehr ein. Damit die Gegner noch weiter rauslaufen. Wir können sie komplett einsperren. Mit den beiden Milis. Okay. Das sind so die besten Comps zum Climben. Heute Abend kommt ein Video zu 2 absoluten Einsteiger-Comps, aber prinzipiell ist, ändert sich das auch sehr, sehr oft. Oh, Best Friends ist gut für uns, ne? Ah. Best Friends ist einfach mehr Power. So, wir haben tatsächlich Diana und Olaf schon gehittet, deswegen ist ein bisschen die Frage. Wie man jetzt am Ende des Tages da noch gehen will. Aber zum Stacken ist es tatsächlich jetzt bad, ne? Wir können jetzt nicht mehr.
mir die Lilia jetzt nicht mehr davon abhalten, da reinzurennen. Kann mir jemand das Spiel erklären? Ausrufezeichen Guide. Ich habe einen sehr ausführlichen Anfängerguide als Video erstellt, der sich genau an Menschen wie dich richtet, die das Spiel vielleicht cool finden, irgendwo gesehen haben, aber noch nicht so den Überblick haben. Schau da gerne vorbei. So, wie viele Leute contesten Olaf und Diana? Das soll ich gleich nochmal genauer durchgehen, aber es sah gerade relativ free aus, ne? So, Thrashy mit dem Hook of Ash. Zack, klasse. Trotzdem, auf der Seite, wo Diana nicht ist, passiert noch zu wenig. No. Hätten wir auch gewinnen können. Aber eine Menge Items hier noch nicht fertig. Oh, vielleicht ist es wirklich Morellos Diana, aber das fühlt sich schon sehr, sehr in an. Wir brauchen halt noch eine Menge BFs. Die kriegen wir vielleicht aus dem Treasure Drake. Nie wertig. Scheiße, wie nervig das ist, dass die sie alle so hochheilen, ne? Die Runde scheint nur winbar über Heal Reduction. Was sehr nervig ist. Wir könnten den Sunfire auf Diana bauen. Was sind das für Calls, so, ne? Sunfire bauen, ne? I think we take BF. Keine Ahnung, warum ich da nochmal gerollt habe. Hat eigentlich nicht so viel Sinn. Ja, irgendwer, der Morellos gut spreaden kann, ne? Aber es fällt mir ehrlich gesagt einfach keiner ein. Oh, ich stack die da unten. Ah, jetzt habe ich Best Friends verpasst zu pochen. Oder das Damage scheint sich deutlich erhöht zu haben. Ich meine, mir fallen schon Units ein, die Morellos gut pocken können, nur sind das keine Assassins. Junge. Ich glaube, Morellos pockt. Morellos funktioniert gar nicht auf Talon. Weil es ist Magic oder True Damage und sein Spread macht Physical. I mean, it's once again super random, aber wir haben einen Bart und wir sollten ihn spielen, weil er uns eine. Jedes Mal, wenn er Ulti gibt, der uns 1% mehr Chance auf Legendaries. Aktuell haben wir 1%. Das heißt, verdoppeln mit der ersten Ulti direkt mal unsere Chance auf Legis.
Junge, ist das nervig. Bitte sie alle heilen. So richtig die beste Kombo habe ich nicht gefunden, aber I guess it's kinda fine. I cannot turn back. Komm, Bart, mach mich irgendwie glücklich. Hol da einfach ein bisschen rein. Und jetzt gewinnen wir über die Jenna 3 und Olaf 3 einfach die Runde, ne? Und spiel jetzt einfach einen Sunfire auf der Jenna. Ich denke, es ist so das Beste, was wir im Angebot hatten. So, und Sunfire ist mittlerweile so gecodet, dass es Omnivamp ist. Das heißt, sie müsste sich auch für den Sunfire-Teil heilen, was irgendwie dann auch fein ist. So, und jetzt fehlen uns nur noch zwei Diennas. Das ist tatsächlich sehr gut, würde ich sagen. When going gets tough, you call bro. Wie viele Leute haben Diennas? Absolutely fucking no one, oder was? Ich habe immer noch eine Kiana 1. Ich meine, das ist die Heilung durch Sunfire, hier Reduction durch. Das ist doch stupid. Alter, so wirklich einfach stupid. Whatever, right? Really, what fucking ever. Die haben sie um 150 und das zweimal. Let's finish this quickly. 3% Chance. Wir steigern uns hier ein bisschen. Wie ist der Wortlaut von Omnivamp? Omnivamp. Mehr spezifiziert Riot nicht. Okay, 4% Chance of Legendaries. We get closer and closer. Minus 15 für ihn. Das war dieser Totoro. Ich denke, jeder verliert gegen Estware, weil der auch Deja 2 gehittet hat mit seiner Mirage 8 Comp. Oh,
das ist doch Dogshit für uns. Oh, sie kommt, will doch gar nicht mehr Units. Scheiße. Können auch kein Drake spielen. Oh, das ist ja horrible. Ja, 6er Assassin wird hier sehr schwer, ne? Weil wir müssen halt für Tukos Units gehen. Okay, Jörg hat die Bart-Ult sogar tatsächlich mal nützlich. Über die 2%, die sie gibt, hinaus. Die 1%. Ich muss jetzt wirklich all in, ne? Ne. Ah, ist das Pain. Nein, ich will dich aber nicht all in. Das ist ein echt beschissener Zeitpunkt. So, der Jänner soll hier hinten reinfliegen. Der Olaf soll hier rüber, weil der Olaf finisht doch auf jeden Fall die Sona. Und der Talon kann ihn mit seinem Frozen Heart auch nerven. Aber da standen wir tatsächlich jetzt sehr gut. Ist leider immer noch bei 4%. Jetzt sind es 5. Okay. Wir sind auf Top 4. Last Whisper. Last Whisper ist nicht so krass. Pike und Kane müssten wir irgendwie hitten, ne? Weil tatsächlich können wir auch erst leveln und dann rollen, dann hitten wir eher Pike. Dann zählen wir Bart. Zwei Canes geholt. Ah, ich habe nicht auf Kane geachtet, der mal wird. Okay. Minus 20 für ihn.
Am Ende ist es jetzt Kane or nothing, ne? Wenn wir Kane hitten, können wir den für Bart spielen. Ach, ärgerlich, dass ich den echt überrollt habe, ey. Aber der Olaf 3 und die Diana 3, das sind schon echt krasse Units, ey. Und tatsächlich ist der Bart auch nützlicher, als ich jetzt vielleicht am Anfang gedacht hätte hier. Er hat nochmal gegen mich verloren. Oder gegen wen anders? Oh, gegen wen anders hat er verloren, ne? Fighting is my first language. The bigger they are, the louder they scream. Das ist es eher jetzt. Ja, der Pike profitiert jetzt nicht sonderlich von dem Last Whisper, weil er halt Magic Damage macht und mit AP skaliert, aber ich meine, er hat zumindest ein bisschen mehr Attack Speed. No, Totoro! Oh, Gott sei Dank. Raus! So, verliert er gegen den Rice-Spieler. Das sind ja fantastische Neuigkeiten. Für uns immer Infinity Edge, ja? Infinity Edge, Pike ist eine Win Condition. Oh, was ist der eigentlich mittlerweile? Aushin! Stellt die ganze Kompo um, wa? Da waren heute jetzt auch für Pike. Ah, es gibt nichts, was ich verkaufen könnte. Aber es wäre so wunderschön, wenn ich was hätte. Oh, oh. Pike? Pike? Es sieht gut aus, meine Damen und Herren! Zeit nach Hause zu gehen! Hier ist der First! Erster, zweiter, erster. Mann, jetzt läuft's aber. Richtig schwieriger Start in den Tag, aber jetzt klatscht es. Ah, endlich mal uncontested tatsächlich gewesen, ne? Dann ist die Comp keiner wild. Ich hätte gedacht, dass die Tactical Ground schlechter für uns ist, als jetzt am Ende war. Gold 2! Nice! Give us feedback, I just won. Wunderschön! Wunderschön! Assassin Olaf mit 6er Assassin. Ah, wichtig war auch irgendwie Heal Reduction reinzukriegen, ne? Wir sind Assassin Main. Das war ein weiterer Banger. Schaltet unbedingt auch auf Twitch ein und ansonsten gibt es den nächsten Banger morgen wieder um 11 Uhr. Aber das war quasi die Comp, mit der ich heute wenigstens ein bisschen LP gemacht habe.